geschickten Invent verständlich frei erfunden. Es ist nur logisch, dass Bombardi der technische Physik ist. Aus dramaturgischen Gründen wurde jedoch das Lied dieser Posten für die Dauer der Aufnahme beraten. Ebenso ist es natürlich logisch, dass Bombi das Spiel wesentlich besser kann und schon ein absoluter Pro-Line ist. Es spielt nur so schlecht, damit du dich da draußen besser fühlst. Und damit herzlich willkommen zu Sea of Thieves! Woo! Endlich! Endlich ist es soweit. Wir spielen Sea of Thieves. Ich freue mich. Es wird toll. Es wird unter Garantie hervorragend. Es wird spannend, es wird tödlich und überhaupt und sowieso. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Oh, hallo Just Me. Oh, hallo. 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 Aber ich kann dir gar nicht wehtun, was ist das für ein Kackspiel? Gut. Ja, ne? Dann wollen wir mal die Fässer looten, damit wir auch Zeug haben. Ach so, das müssen wir ja noch machen, ja. So, ich bringe ein bisschen Ordnung in die Fässer auf dem Schiff. Ich hätte gerne, dass das so bleibt. Ja, wird so bleiben, auf jeden Fall. Wer sagt eigentlich, dass du der Captain hier bist? Es ist mein Schiff. Wer sagt eigentlich, dass du der Captain hier bist? Es ist mein Schiff. Wer sagt eigentlich, dass... Wenn du unbedingt steuern willst, dann kannst du von mir aus steuern. Das bedeutet aber auch, dass du herausfinden musst, welche Insel wir brauchen. Ich dachte, wer sagt denn das? Der Captain steuert, der Navigator sucht die Insel. Mein Schiff, meine Regeln. Ich bin Captain, okay, gut. Ja, wo ist denn dein Schiff überhaupt? Es liegt nur eins im Hafen. Da bin ich am falschen Hafen gelandet. Das ist ja super. Das ist ja eine Freude. Oben kommt das Essen, in das man essen kann. Unten in das Fass kommen die Köder für die Angel und ungekochte Fische. Hoppla, Entschuldigung. Na, dann bist halt du der Captain und ich werde irgendwann meutern. Was hältst du denn davon? Gute Idee, oder? Du kannst mir keinen Schaden zufügen, also von daher. Meuterei! Ich mach mal den PvP-Modus an, Moment. So, mit F können wir alles nehmen. Maden sind sofort essbar, oder? Die sind theoretisch sofort essbar, man nutzt sie aber als Köder zum Angeln. Ach so. Also sofort essbar. Ach ja, apropos, du weißt schon, dass Frauen auf hoher See Pech bringen, ne? Ist mir egal. Alter Piratenglaube. Ist mir egal. Das heißt, wenn wir sinken, bist du schuld, Schnuckelhase. Und? Hast du ein Problem damit? Ja. Tja, dann würde ich sagen, kannst du dir dein eigenes Schiffchen holen und wir treffen uns auf hoher See. Hoppla. Manchmal kommen mir so ein paar Schüsschen aus. Oh. Frau Captain hat eine Mission. Muss ich da auch, mitmachen, ne? Ja. Sekunde. Hoppla. So, da musst du jetzt, sehr gut. So. Aha. Vor langer Zeit verbarg ich einen Schatz auf The Sunken Grove an einem sicheren Platz. Kannst du es sehen? Kannst du es lesen? Ich frage mich gerade, wie ich Musik machen kann. Das geht ganz einfach. Da muss ich irgendwie so ein Rad aufmachen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Ja, wow, genau schön, dass so. Du das kannst. Boah, wow, gehst so. Du mir auf den Sack. Ich erklär's dir. Du hältst Q gedrückt, dann kommt das Rad, das Inventar raus. Dann drückst du F für mehr. Genau. Und wenn du tanzen willst, drückst du Y. Dann kommt ein Rad mit ganz vielen Emotionen.
Unter anderem auch tanzen. Ja, das ist nicht tanzen. Warte mal ganz kurz, bleib mal kurz stehen. Bleib mal genauso stehen, bitte. Mann! Du gehst mir so auf den Sack! So, ich mach jetzt Navigator hier. Eigentlich hatte ich die Hoffnung, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, das ist schon markiert. Okay. Ein bisschen nach rechts. Kapitän Stinkebär. Die zweite. Oh, mein Captain, ich sehe Land. Das ist also diese Sunken Grove. Yep. Ich stehe dir bei. Der Captain geht zuerst über Bord. Oder auch nicht. Ah, hier sind Schweinchen. Ja. Da sind auch Fässer, die man lupen kann. Ach. Warum stirbt das Schwein nicht? Weil du zu schwach bist. Ey. So, was sagt die Karte? Die habe ich auch. Erdbeben. Oh, ich habe versehentlich den nächsten Schritt aktiviert. Wir sind genau richtig gelandet. Sehr gut. Was müssen wir jetzt machen? Vor langer Zeit verbarg ich einen Schatz aus der Blablabla. An das zerstörte Ruderboot im Sand gen Süden sollst du navigieren. Komm, ich schau bei mir selbst. Wie kann ich nochmal meine eigene Karte sehen? E gedrückt halten. Ja, ich habe eh vergessen. Und das Geheimnis auf dieser Karte studieren. An der Vogelscheuche beim Tor gen Nordwesten hat deine Suche ein Ende. Nimm in 6 Schritten gen Südwesten die Schaufel in die Hände. Okay. Da ist eine Schlange. Aua. Ich bin vergiftet worden. Ah. Captain, ich sterbe. Captain. Captain. Ich sehe bunte Farben, Captain. Ey, schlechtester Captain EU, ey. Ja, cool. Au. Ich bin tot. Achtung. Ja. Ich bin so ein bisschen gestorben jetzt. Hier war ich noch nie. Ach was, ich auch nicht. Doch. Ich glaub nicht. Und ich möchte sagen, der Fährmann ist ein besserer Captain als du. Make it quick. Und? Wollt's nur gesagt haben. Alter, ich hab da oben auf dem Felsen eine Truhe gerade gesehen. Wie komme ich denn da hoch? Eine Truhe? Ja, da ist auf dem Felsen oben so eine Truhe. Hab sie. Truhe des Plünderers. Ja, cool. Bringen sie zum Schiff. Ist zwar nicht die, die wir suchen, aber bringen sie zum Schiff. Arr! Da soll mir noch einer sagen, ich wäre nicht der bessere Captain, ne? Ich sehe Truhen. Aber ich finde das Schiff nicht mehr. Du hast da was am Hintern. Au. Ach komm schon! Du hattest was am Hintern. Du bist der schlechteste Captain der Welt. Oh, hoppla. Ich wollte eigentlich nur was essen. Oh ne, und nicht das Fleisch. Na gut, jetzt habe ich es gegessen. Ich fahre mal in Richtung des Tors mit dem Schiffchen. Okay. Ich kotze gerade. Aber viel Spaß. Ich habe versehentlich das... Ich habe versehentlich das Schlangenfleisch gegessen. Ich kotze nochmal. Es ist sehr schön.
Ja, das ist doch eindeutig eine Vogelscheuche. Warte. So. So, Südwesten. Das ist hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gucken wir mal. Hab den Schatz. Sehr gut. Komm hier rum. Aufs Maul. War easy. Ich sollte eine Beförderung bekommen. Mindestens zum ersten Mat. Platz ist noch frei, kannst du haben von mir aus. Apropos, ich glaube, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl gewesen. Es ist die Truhe des Kapitäns. Möchte ich nur mal sagen. Ja, ja. So, wohin jetzt? Mal gucken. Wohin? Hier ist ein bisschen nass, kann das sein? Ach was. Warum ist es jetzt hier nass da unten? Weil ich geparkt habe. Ach so. Ah ja, ich sehe es. Hier ist ein Holzbrett dran. So. Wir haben eine Insel mit 5 Schätzen. 2 Bergen. Ach so. Jetzt müssen wir nur diese Insel finden. Schau sie dir an. Sie ist sehr schön. Diese Insel hat Bäume, Gras, ein bisschen Sand, Steine. Arr! Wir reisen nordwestlich, Captain. Hast du es gefunden? Dann kannst du es hier auswählen. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Kannst du mir mal erklären, wie man in diesem Spiel Leute irgendwie vom Schiff werfen kann oder so? Das würde mich total interessieren. Ne. Nicht? Schade. Und außerdem, wie kann man den Crew-PvP anmachen? Auf meinem Schiff gar nicht. Verdammt. Anker. Wir segeln gerade vorbei. Ja, weil du auf den Satz Anker nicht reagiert hast. Uff. Wie wär's denn mit selbst ist die Frau? Madame Captain. Ich bin das Beiboot holen. Okay. Was machen wir damit? Hinten aufs Schiff packen. Und dann? Kommen wir einfacher möglicherweise zu Inseln. Sie ist so ein guter Captain. Was ist das denn eigentlich? Egal. Ich kann sogar unter Wasser spielen. Sehr gut. Ich kann auch unter Wasser spielen. Ich habe gehört, das ist sehr motivierend, wenn ich einfach hinter dir stehe, während du kämpfst. Gut machst du das. Los. Der rote Baron ist mit dir. Ich hab was gefunden. Bitte. Jawohl. Wieder auf Anhieb. Ich bin Profi. Sehr gut. Bin stolz auf dich. Aber nur verkaufen, wenn niemand anderes auf das Fass schießt und trifft, während man es zu Schiff trägt. Richtig. Oh, da kommt mir eine Idee, wie ich meinen Captain loswerden könnte.
retten! Schnell! Ups. Das Ruderboot haut ab. Captain, das Ruderboot sinkt. Captain? Ja. Müssen wir jetzt nach Schätzen tauchen? Ja. Ich finde, ich bin ein guter Pirat, oder? Total. Ah, guck mal, da ist unser Ruderboot. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, dass er, dass das Skelett ausgerechnet. Also ich schwöre, ich hab auf den Kopf gezielt. Mhm. Wirklich jetzt. Ich habe wirklich auf den Kopf gezielt. Ja. Also zu 100%. Ja, ja. Ehrlich. Hast du die letzte Truhe da hochgeholt? Ich denke. Ich mach wieder ein bisschen Musik. Tetere te 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 te